Trauer und Fassungslosigkeit in Rom. Auf der Piazza Venezia hatten sich tausende italienische Fans mit Hoffnung auf das Achtelfinale versammelt. Doch nach roter Karte in Unterzahl ging die Squadra Azzurra durch das Kopfballtor von Uruguays Diego Godin in der 81. Minute in Rückstand und konnte nicht mehr zurückschlagen. Die Enttäuschung nach der Niederlage war groß. Der viermalige Weltmeister fährt, wie 2010, nach der Vorrunde nach Hause. Wir hätten härter spielen müssen. Wir waren nicht aggressiv genug, um ein Tor zu schießen in einem Spiel, in dem das gut möglich gewesen wäre. Ein Unentschieden war drin. Nur 20 von 90 Minuten richtig spielen, das reicht nicht. Eine Niederlage mit Folgen für den italienischen Fußball. Nationaltrainer Cesare Prandelli gab nach dem Spiel seinen Rücktritt bekannt und macht Platz für einen Neuanfang. Der wird in Uruguay nicht gebraucht. Die Celeste zieht nach dem Sieg als Tabellenzweiter ins Achtelfinale ein, wo sie auf Kolumbien trifft. Die Fans in der Hauptstadt Montevideo feierten ihr Team ausgelassen. Wie immer auf den letzten Moment, aber sie geben alles für ihr Land. Wir sind glücklich. Was für eine Party. Guckt euch das an. Wir haben gewonnen. Verrückt, beeindruckend. Ich bin begeistert von all dem, von den Spielern. Nehmt euch vor dem Geist von 1950 in Acht. 1950 nämlich wurde Uruguay zum zweiten und bisher letzten Mal Weltmeister. Im Maracanã schlug der Underdog die favorisierten Brasilianer, eine Pleite, die den Gastgeber bis heute verfolgt. Bei diesem Turnier könnten die beiden Rivalen bereits im Viertelfinale aufeinandertreffen. Zunächst wartet jedoch am Samstag Kolumbien, dann würden die Fans gerne den nächsten Sieg feiern.